Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei MPAP Tester. Heute vergleichen wir abermals die zwei sich ähnelnden Spiele Minecraft Pocket Edition und Eden. Ja, also wir haben schon mal ein Vergleichsvideo gemacht, aber die zwei Apps haben jeweils ein großes Update verbessert und ja, ein großes Update bekommen und da hat sich halt viel verändert, deswegen machen wir jetzt nochmal ein neues. Ja, also wir vergleichen die zwei Spiele in verschiedenen Kategorien und sagen euch dann, welches in welcher Kategorie besser ist. Ja, als erstes will ich mit der Steuerung anfangen. Dazu öffne ich jetzt mal Eden und starte einfach irgendeine Welt. Ja, also die Steuerung ist bei der Minecraft Pocket Edition sehr gut gelungen. Und zwar hat man hier so ein Joystick. Wie bei Ego-Shootern oder so. Und hier mit der Taste hüpft man. Ja. Und wenn man gegen 1er Block läuft, hüpft er auch automatisch. Dann hier hat man verschiedene Elemente, zum Beispiel Feuer. Wenn ich da drauf drücke jetzt und hier auf das Holz drücken würde, dann wird es halt brennen und sich dann natürlich auch ausbreiten. Dann hat man hier eine Spitzhacke. Dann hat man hier die Blöcke. Da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar hat Eden 28 verschiedene Blöcke. Hier seht ihr die Blöcke. Auch TNT. Und auch so Blöcke, die Funktionen haben. Zum Beispiel hier das. Auf dem kann man springen. Und auf dem kann man so sliden, so schneller sein halt. Dann hier eine Treppe oder eine Leiter. Hier rauf kann man klettern. Dann hier unten hat man auch das Menü. Und zwar speichern, dann einen Screenshot machen, auch wenn man es eigentlich so machen kann. Und dann noch also ins Menü. Und hier halt auch. Dann kommen wir kurz zu, gehen wir noch zu Minecraft wegen der Steuerung. Bei Minecraft ist die Steuerung nicht so gut gelungen, muss man sagen. Und zwar ist die Steuerung hier. Mit den Pfeiltasten vor, Seite, Seite, rückwärts, der Mitte hüpfen. Ebenfalls hüpft er hier automatisch, wenn man auf den Einzelblock zuläuft. Das ist auch gut, aber sonst so, die Steuerung ist halt schlecht, weil da hier immer nur so eine Taste, das ist halt ja eher nicht so praktisch. Dann bei Eden. Gibt's bei Eden kann, achso, hier noch die Blöcke. Das sind 45 Blöcke. Allerdings zählen hier auch noch die Werkzeuge dazu, auf die wir später auch noch genauer eingehen werden. So, wenn man sich ein Spiel erstellt, also ich zeige das jetzt mal, kann man hier eben einen Namen geben, hier noch ein Seed eingeben und man kann zwischen Kreativ und Survival wählen. Bei Kreativ hat man halt, wie man es vom Computer her kennt, unendlich viele Ressourcen, also unendlich viele Blöcke und so. Und keine Monster. Und man kann fliegen. Und bei Survival gibt es halt Monster. Also Leben und halt nicht unendlich viele Ressourcen, die muss man einsammeln, aber nicht alle. Dann bei Eden, da ist man die ganze Zeit im Kreativmodus, also da kann man nicht wählen, was man da wählen kann, und das kann man bei Minecraft nicht, ist, dass man die Welt flach einstellen kann oder halt mit Bergen und so. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar Crafting. Craften kann man bei beiden Spielen nicht. Allerdings wird es bei der Minecraft Pocket Edition noch kommen. Bei Eden denke ich jetzt mal eher nicht. Aber ja, das kann ja sein. Aber da man nicht craften kann, aber ja Sachen sammeln muss, hat man als jetzt hier als Blöcke Werkzeuge, die unendlich sind. Und zwar eine Schaufel kriegt man, eine Spitzhacke, eine Axt, eine Schere und ein Schwert. Also Schaufel zum Erde und so abbauen, Spitzhacke für Stein und so und die Axt halt für Holz, dann das
wie Sheriff, um den Schafen die Wolle abzuschneiden und das Schwert, um die Monster zu killen. Monster gibt es übrigens nur Zombies, wie man hier sehen kann, keine Spinnen, Skelette und so weiter, nur Zombies. Ja, also craften kann man bei beiden Spielen wie gesagt nicht, aber dafür werden halt hier die Werkzeuge mitgeliefert. Was mir dann noch fehlt, da es ja ein Kreativmodus ist, fehlt mir da halt noch, dass es ein Bett gibt. Weil da kann man dann halt nicht schlafen, sondern muss die ganze Nacht durchkämpfen oder schließt sich halt ein Haus ein, aber dann ist ja langweilig. Also und es gibt dann natürlich Tag und Nacht, das gibt es bei Eden nicht. Und hier seht ihr auch die Blöcke. Also hier muss man einsammeln, Stein, Holz. Dann hier, das hat man alles unendlich. Das muss man wieder einsammeln. Ja, ein paar Sachen hat man halt auch unendlich. Dann gibt es Tiere bei Minecraft, und zwar Schafe. Da schneidet man dann die Wolle ab. Mit der Wolle kann man halt noch nichts anfangen. Kann man so kein Bett machen. Und jetzt seht ihr hier, wie mich so ein scheiß Monster umgebracht hat. Jetzt gehe ich mal kurz zurück ins Menü. Und gehe dafür jetzt zu Eden nochmal. Öffne die Welt. So, da gibt es keine Monster und keine Tiere. Aber ja, also man kann man kann solche Monster in den Einstellungen einstellen. Also normalerweise sind die automatisch eingestellt, aber man kann sie halt auch ausstellen. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier auch einen sehen. Laufen nämlich ziemlich viele rum. Also die Monster bringen im Prinzip überhaupt nichts, weil man ist halt die ganze Zeit im Kreativ, hat alles unendlich und ja, die können einen halt nicht umbringen oder so. Hier seht ihr so ein scheiß Monster. Ich nehme jetzt mal die Spitzhacke, schlag das, dann wird es hier so aggressiv und tut mich halt ein bisschen wegschleudern, aber das bringt ja nichts. Weil es kann mir keinen Schaden zufügen, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Also die Monster nerven meines Erachtens nach nur und deswegen habe ich sie eigentlich auch immer ausgestellt. Ja, dann Tag und Nacht gibt es hier nicht. Aber Eden hat eine viel größere Welt, also ich bin bis jetzt noch nie ans Ende der Welt gekommen, deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass die unendlich geht. Bei Minecraft kommt man ziemlich schnell ans Ende der Welt, dann ist da einfach so ein weißer Strich und da kann man halt nicht weiterlaufen, das ist halt schade. Und es gibt auch noch keine Höhlen bei Minecraft und hier auch nicht, aber so Schluchten halt. Dann Eden sieht halt überall gleich aus, so von den Witterungsverhältnissen her. Also ist immer hier so schönes Wetter, sieht halt immer überall gleich aus. Dann bei Minecraft wiederum gibt es Schneelandschaften und Wüsten, Wälder. Ja, und es sieht halt auch allgemein schöner aus. Also ja, genau gleich halt wie am Computer halt. Ja, dann. Ja, und jetzt muss ich kurz hier einen Schnitt machen. Ich muss meine Speicherkarte tauschen. Dann bis gleich, ihr müsst nichts. Ja, herzlich willkommen zurück. Also, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gehe ich dazu kurz ins Hauptmenü. Also, bei Eden, oder vielleicht erst zu Minecraft. Bei Minecraft gibt es einen Multiplayer-Modus. Also nicht online, aber halt über lokal Wi-Fi. Das heißt, über euer WLAN-Netzwerk halt kann sich einer mit einem anderen iOS-Gerät hier, das sucht es jetzt hier und dann, wenn ich jetzt nochmal ein Gerät hätte, dann wird es jetzt hier das anzeigen und dann kann ich da drauf drücken und dann
kann ich mit dem ganz normal in einer ganz normalen Welt spielen. Ja, also das ist sehr gut gemacht, weil also ich gehe jetzt hier mal kurz in meine Kreativwelt. Wenn man jetzt hier bei den Einstellungen Server ist visible, das heißt man kann halt auf den Server kommen und der Server ist halt nicht besuchbar, dann stellt man hier drauf und dann zeigt es den da halt an und dann kann einer kommen und dann kann man jetzt hier zusammen bauen und so, kann sich auch wenn man im wenn man im Ding spielt im Überlebensmodus, kann man sich auch gegenseitig umbringen. Und ja, also die Welt speichert dann auch auf dem, wo die Welt halt hat. Also wenn man jetzt hier baut zusammen, dann kann man, also wenn man dann aufhört, dann ist das da ganz normal gespeichert. Aber der, ja, dann, aber der andere, wo mitspielt, kann sich die Welt dann auch auf seinem Gerät speichern und kann sie dann auch alleine weiterspielen sozusagen. Also das gibt es bei Eden nicht, dafür gibt es bei Eden, da kann man seine eigene Welt hier mit dem Knopf hier hochladen, also wenn ich jetzt hier die Welt hochladen will, kann ich die hochladen, Name geben und dann wird die hochgeladen und ich kann auch Welten runterladen natürlich auf dem Knopf, dann kann man hier jetzt sortieren nach den beliebtesten, nach dem Datum und nach dem Namen suchen halt. Also wenn man jetzt hier drauf drückt, dann kriegt man hier jetzt eine Vorschau und hier der Name und ja, ich lade mir hier die kurz mal runter und dann ist die unter meinen Lokalen gespeichert und dann kann ich die ganz normal spielen. Hier seht ihr das, die wunderschöne Welt. Ja, und dann kann man hier ganz normal spielen, kann also jetzt hier auch Sachen kaputt machen. Ja, also dann bei den Welteneinstellungen habe ich ja schon gesagt, kann man bei Eden zwischen Flachland und normalem Land wählen. Und bei Minecraft kann man ein Seed benutzen beim Erstellen der Welt. Ja, dann noch zum Fazit. Also, ja, die Minecraft Pocket Edition wird natürlich immer mehr und mehr an die Computerversion angepasst. Es hat sich auch schon ein großer Schritt nach vorne getan, indem wir jetzt halt den Survival Mode bekommen haben. Und Craften fehlt halt leider noch, aber dafür hat man halt ein paar Werkzeuge schon so, da weil es halt noch kein Craften gibt, aber die braucht man natürlich dann, weil es halt Monster gibt, also Zombies, und dass man sich ein paar Sachen einsammeln muss und nicht mehr unendlich hat, und dass man auch wählen kann zwischen Dings, zwischen Kreativ und Survival. Dann, ja, also es wird halt immer mehr angepasst, das heißt, jetzt fehlt dann im Groben nur noch das Craften und es wird dann auch kommen, also da arbeitet Mojang dann gerade dran und es wird dann irgendwann auch mal noch kommen. Und bei Minecraft, bei Eden World Builder, ja, ich weiß nicht, ich denke, da wird kein Craften kommen, vermute ich jetzt mal, und auch so nichts Interessantes mehr. Dafür kostet Eden World Builder auch nur 79 Cent. Die Minecraft Pocket Edition kostet 5,49 €, also das ist schon ein großer Unterschied. Und im letzten Vergleichsvideo haben wir gesagt, haben wir von der Minecraft Pocket Edition mehr oder weniger abgeraten, weil da war es die 5,49 € bei weitem noch nicht wert. Jetzt sind die 5,49 € lohnt sich jetzt schon. Vor allem wenn man auch in die Zukunft blickt, wenn dann noch das Craften kommen wird. Ja, also
Mich würde interessieren, was ihr zu sagen habt, welches Spiel ihr besser findet. Und dann noch ein kleiner Hinweis: Wir haben auch einen zweiten Kanal, da machen wir Minecraft Let's Plays Together. Link ist in der Videobeschreibung, falls euch das interessiert. Und noch ein anderer Hinweis: Wir haben, nachdem das Update für die Minecraft Pocket Edition rausgekommen ist, haben wir auch ein Video drüber gemacht und da zeigen wir halt alles ganz, ganz genau, was neu gekommen ist, die neuen Blöcke und wie die Werkzeuge funktionieren und so. Da zeigen wir halt alles ganz genau. Also wenn euch das interessiert, so im Detail, dann guckt euch das an. Link ist in der Videobeschreibung und jetzt oben eingeblendet. Ja, dann bis zum nächsten Video.